Als Gott Himmel und Erde schuf, sprach Gott: Es werde Licht. Gott, unsere Mutter und unser Vater, wir zünden eine Kerze der Hoffnung an. Mit deinem ganzen Volk wollen wir feiern. Voll Zuversicht erwarten und hoffen wir, dass deine Pläne und Verheißungen sich erfüllen. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Gott der Hoffnung, schenke uns mitten in unserer Geschäftigkeit den Weitblick, dich und dein Wirken in unserem Leben und unserer Welt zu entdecken. Lass uns deine Hoffnung ausstrahlen, wenn wir heute diesen Gottesdienst feiern. Amen. Willkommen zum Weltgebetstagsgottesdienst, der heute rund um den Erdball in 7 Weltregionen gefeiert wird. Mit 7 Kerzen sollen auch die Frauen aus diesen Regionen sichtbar gemacht werden. Die Frauen aus England, Wales und Nordirland senden uns herzliche Grüße. Diese 3 Länder bilden zusammen mit Schottland das Vereinigte Königreich und sind Teil der britischen Inseln im Nordwesten Europas. Sie sagen uns: Wir freuen uns über die vielen Gemeinsamkeiten, die England, Wales und Nordirland verbinden. Gleichzeitig bereichert uns die Vielfalt der Kulturen. Im Laufe der Jahrhunderte haben die britischen Inseln Menschen aus allen Ecken der Erde aufgenommen. Einige von ihnen sind aus eigenem Antrieb gekommen. Andere
sind vor Verfolgung und Krieg aus ihrem Heimatland geflüchtet. Heute haben wir in unserem Land eine multiethnische, multikulturelle und multireligiöse Gesellschaft. England, Wales und Nordirland sind stolz auf diese Vielfalt. Wir sind darauf bedacht, die Unterschiede in Sprache und Kultur zu bewahren. Darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Vielfalt der wunderschönen Natur auf den britischen Inseln. Berge, zerklüftete Moorlandschaften, fruchtbare Felder und Weiden, sanfte Hügel, spektakuläre Küstenlandschaften und kleine Inseln. Das Thema unseres heutigen Gottesdienstes ist die Verheißung Gottes, die wir im Buch Jeremia finden. Es ist ein Zukunftsplan Hoffnung. Wir wollen herausfinden, wie diese Verheißung von Freiheit, Vergebung, Gerechtigkeit und Gottes Frieden ein Zeichen der Hoffnung für alle Menschen sein kann. Der Prophet Jeremia lebte etwa 600 Jahre vor der Geburt Christi in einer Zeit großer politischer Krisen. Das südliche Königreich Juda war von den Babyloniern überfallen worden. Viele Menschen aus Jerusalem wurden ins Exil verschleppt. Sie verloren das Land, von dem sie glaubten, dass Gott es ihnen gegeben hatte. Sie sehnten sich nach einer Rückkehr, aber die Zukunft sah düster aus. Unser Bibeltext ist Teil eines Briefes von Jeremia, in dem er Gottes Plan für die Verschleppten darlegt. Sie werden lange in diesem fremden Land bleiben und sollen sich dort ein neues Leben aufbauen. Wir hören das Wort Gottes aus dem Buch des Propheten Jeremia. So lautet der Brief, den der Prophet Jeremia aus Jerusalem an die unter den Verbannten übrig gebliebenen Ältesten sandte, an die Leute mit priesterlicher oder prophetischer Aufgabe und an das ganze Volk, das Nebukadnezar aus Jerusalem nach Babel in die Verbannung geführt hatte, nachdem der König Jojachin, die Gebieterin, die Hofbeamten, die politische Führung von Juda und Jerusalem, die Handwerksleute und die Handeltreibenden Jerusalem verlassen mussten. So sagt Gott der Gewalten, die Gottheit Israels, zu allen in der Verbannung, die ich aus Jerusalem in die Verbannung nach Babel geführt habe. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und verzehrt ihren Ertrag. Heiratet und bekommt Söhne und Töchter. Verheiratet eure Söhne und Töchter, sodass auch sie Söhne und Töchter bekommen. Vermehrt euch dort, werdet nicht weniger. Seid um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe, besorgt. Betet um ihretwillen zu Gott, denn in ihrem Wohl liegt auch euer Wohl.
Ja, so sagt Gott der Gewalten, die Gottheit Israels. Lasst euch nicht von den Leuten täuschen, die bei euch prophetisch tätig sind oder Orakel geben. Hört nicht auf die Deutungen eurer Träume, die ihr träumt. Denn jene Leute erfinden falsche Prophezeiungen in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt. So Gottes Spruch. So sagt Gott: Wenn für Babel 70 Jahre vorbei sind, will ich mich um euch kümmern. Ich werde an euch die Zusage meines Wohlwollens erfüllen und euch an diesen Ort zurückbringen. Ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. So Gottes Spruch. Pläne des Friedens und nicht des Unglücks. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, werde ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen. So Gottes Spruch. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden und euch aus allen Nationen und von allen Orten sammeln, wohin ich euch zerstreut habe. So Gottes Spruch. Ich bringe euch an den Ort zurück, von dem ich euch in die Verbannung weggeführt habe. Gott, unsere Mutter und unser Vater, wir zünden eine Kerze der Hoffnung an. Ein Werkzeug deines Friedens sei, in Streitigkeiten liebevoll verzeihen, die Wahrheit sagen, wo der Lügner lacht, ein Licht zu sein für andere in der Nacht. O großer Gott, ich bitte dich, lass mich nicht danach streben, dass man mich versteht, sondern andere voll Verständnis anzusehen und mit ihnen neue Friedenswege gehen. Ein Werkzeug deines Friedens sein, wo Hass ist, Liebe Flügel zu verleihen. Ein Fels des Glaubens sein, wo Zweifel quält, wo Kummer wohnt, die Hand, die tröstend hält. O Göttliche, ich bitte dich, lass mich nicht danach streben, dass mich andere lieben, sondern vielmehr, dass ich selbst die Liebe bin. Lenke meinen Blick von mir auf andere hin. Ein Werkzeug deines Friedens sein, du Gott des Friedens, lass mich nicht allein. Wenn Zukunftsangst in die Verzweiflung treibt, lass mich die sein, die Hoffnungsschimmer bleibt. Gott sagte dem Volk von Juda, dass sie am Ort ihres Exils das Wohl der Stadt und ihre Menschen suchen sollten. Oft versagen wir, wenn es darum geht, für Gottes Welt und Gottes Volk zu sorgen. Lasst uns dieses Versagen vor Gott bringen und um Vergebung bitten. Gott der Barmherzigkeit, wir kommen zu dir und bekennen: Wir sind uns bewusst, dass ein großer Teil des Leidens unserer Schwestern und Brüder in der ganzen Welt eine Folge unserer kolonialen Vergangenheit ist. Wir geben zu, dass wir uns als Land oft an die erste Stelle gestellt haben, auf Kosten der anderen. Das tut uns leid. Gott voller Gnade, vergib uns. Gott in deiner Barmherzigkeit, vergib uns. Wir denken an deine wunderschöne Welt und daran, dass wir sie als selbstverständlich nehmen und ihren Reichtum verschwenden. Gott voller Großzügigkeit, vergib uns.
Gott, in deiner Barmherzigkeit, vergib uns. Unsere Schwestern und Brüder schreien zu dir, denn wir haben versagt, sie wirklich zu lieben. Wir lieben unsere Nächsten nicht so, wie du es uns gelehrt hast. Manchmal lieben wir nicht einmal uns selbst. Gott voller Mitgefühl, vergib uns. Gott in deiner Barmherzigkeit, vergib uns. Gott in deiner Barmherzigkeit, hilf uns, deinen Ruf zur Umkehr zu folgen. Jesus, wir danken dir, dass uns durch deine Hingabe vergeben ist. Heilige Geistkraft, verwandle unser Herz und unseren Verstand, damit wir so leben und lieben können, wie Jesus uns es gezeigt hat. Amen. Das Volk zur Zeit des Jeremia fand sich an einem Ort wieder, an dem sie nicht sein wollten. Fern ihrer Heimat, abgeschnitten von ihren kulturellen Wurzeln, ohne ihren Tempel und ihre Häuser. Auch auf den britischen Inseln haben sich viele Menschen niedergelassen, nachdem sie aus ihrer Heimat geflohen sind und ihre Kultur zurücklassen mussten. Und auch im Land des Wohlstands gibt es Menschen, die arm sind. Inmitten der dicht bevölkerten Städte sind viele einsam. Wie können wir all ihre Geschichten erzählen? Wir können es nicht. Aber wir können Menschen zuhören, die uns erzählen, was es heißt, sich ausgeschlossen zu fühlen. Was bedeutet es also in England, Wales und Nordirland, sich ausgeschlossen zu fühlen? Arm sein. Ich lasse regelmäßig eine Mahlzeit aus, damit meine Enkelkinder nicht hungern müssen. Angst haben, weil ich von meinem Partner körperlich, emotional und sexuell missbraucht wurde. Allein und isoliert sein wegen meiner Behinderung oder auch wegen des Alters, der ethnischen Herkunft oder der sexuellen Orientierung. Gott, unsere Mutter und unser Vater, wir zünden eine Kerze der Hoffnung an. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da sind wir in Situationen, in denen wir nicht sein wollen. Wie das verschleppte Volk in Babylon sehen wir manchmal keinen Ausweg und sehnen uns danach, dass Gott eingreift. Wenn Gott dann handelt, ist es oft anders, als wir erwartet haben. Und oft hätten wir es uns so nie vorstellen können. Hört zu, was drei Frauen erzählen, deren Leben schwierig war. Gottes Plan wurde für sie auf überraschende Weise zum Segen. Ich spreche für Lisa. Sie erzählt, ich habe meinem Sohn geholfen, seine vier Kinder aufzuziehen, nachdem ihre Mutter sie verlassen hatte. Mein Sohn kämpft mit psychischen Problemen und kann nicht arbeiten, sodass selbst für Grundbedürfnisse nur wenig Geld da ist. Oft habe ich selber auf Essen verzichtet, um Lebensmittel für meinen Sohn und seine Jungs zu kaufen. Vor 5 Jahren gingen meine Enkel zu einer Veranstaltung in der Kirchengemeinde hier. Da wurden sie sehr herzlich aufgenommen. Seitdem ist diese Kirche wie eine große Familie für uns.
Sie helfen uns mit regelmäßigen Essenspaketen von der Tafel und mit Kleidung. Und sie haben sogar unserer Familie einen gemeinsamen Urlaub ermöglicht. Außerdem hilft eine pensionierte Lehrerin aus der Gemeinde meinen Enkelkindern mittwochs abends bei den Hausaufgaben. Weil sich die Gemeindemitglieder so liebevoll um uns kümmern, haben wir einen sicheren Ort gefunden. Menschen, die uns lieben und uns nicht im Stich lassen werden. Ich danke Gott dafür, wie er seinen Plan für unser Leben verwirklicht, wie er uns segnet, uns Hoffnung und Zukunft schenkt durch die Gemeinde. Gott, unsere Mutter und unser Vater, wir zünden eine Kerze der Hoffnung an. Ich spreche für Nathalie. Sie erzählt, sie ist nicht immer Angst, die ich empfinde, wenn ich mit ihm zusammen bin. Meistens fühle ich mich unbehaglich, so als würde ich auf Eiern gehen. Ich bin unsicher, was er als nächstes tun wird, wozu er mich zwingen wird. Seine Gleichgültigkeit ist wie ein stechender Schmerz. Seine Unfreundlichkeit lässt mich innerlich verkümmern. Seine Drohungen machen mich verrückt vor Angst. Gott benutzt er als Waffe, um mich zu kontrollieren. Ich bin nur noch ein Schatten der Frau, die ich einmal war. Als ich schwanger war, hat er mich so schwer verletzt, dass das Baby zu früh geboren wurde. Während ich im Krankenhaus war und nicht wusste, ob mein Kind leben würde, sprach Gott zu mir: Vertraue auf mich. Bete darum, dass mein Wille geschehe. Ich sagte ja zu Gott, der mir einfach anbot, bei mir zu sein, ohne zu versprechen, dass alles in Ordnung sein würde. Und doch ist mein Kind jetzt 13 Jahre alt, glücklich und gesund. Ich bin frei von dem Mann, der mich so schrecklich missbraucht hat. Mein Leben ist so voller Freude und Schönheit, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Ich habe keine Angst mehr. Gott hat gute Pläne mit mir. Gott, unsere Mutter und unser Vater, wir zünden eine Kerze der Hoffnung an. Ich spreche für Emily. Sie erzählt: Ich hatte Pläne für mein Leben. Ich wollte studieren und Lehrerin werden. Aber als ich 16 Jahre alt war, wurde bei mir ein Gehirntumor festgestellt und ich wurde operiert. Das rettete mir zwar das Leben, aber ich verlor mein Gehör. In meiner Welt der Stille hatte ich schreckliche Angst. Alle Träume von einer Arbeit als Lehrerin lösten sich in Luft auf. Ich kämpfte darum zu verstehen, was die Leute mir sagten, während ich sah, wie sich ihre Lippen bewegten. Ich bemühte mich auch, die Gebärdensprache zu lernen. Ich war gefangen zwischen der Welt der Hörenden und der Welt der Gehörlosen und passte in keine von beiden. Ich fühlte mich einsam und ausgeschlossen und zog mich immer mehr zurück. Ich wollte mein Leben beenden, aber Gott hatte andere Pläne. Als ich allmählich akzeptierte, dass sich meine Pläne nicht verwirklichen ließen, bat ich Gott, aus meinem Leben etwas zu machen, was Gott ehrt. Und er begann, mir seine Pläne aufzuzeigen.
Er wollte, dass ich ihm mit meiner Geschichte diene. Er kennt die Pläne, die er für mich hat, und ich habe gelernt, dass ich sie nicht kennen muss. Ich muss vertrauen. Ich bin jetzt besser im Lippenlesen und in der Gebärdensprache, aber trotzdem habe ich manchmal noch Schwierigkeiten zu verstehen, was die Leute sagen. Doch ich weiß, ganz gleich, was auch immer ich erlebe, Gott flüstert mir seinen Frieden und seine Liebe ins Herz. Und dafür brauche ich kein Gehör. Gott, unsere Mutter und unser Vater, wir zünden eine Kerze der Hoffnung an. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Alle, die mir folgen, werden nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern das Licht des Lebens haben. Gottes Verheißung von Freiheit, Vergebung, Gerechtigkeit und Frieden erfüllen sich in Jesus. Er ist das lebensspendende Licht. Selbst die tiefste Finsternis kann es nicht auslöschen. Durch Jesus kommen wir Gott nahe. Durch ihn können wir Gottes Pläne für uns erkennen. Gemeinsam beten und feiern wir Gott deine Pläne, erwarten wir mit großer Zuversicht, voller Vertrauen, so leuchtet dein Hoffnungslicht, so leuchtet dein Hoffnungslicht. Gott der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Wir danken dir, dass du uns liebst, treu und unverwechselbar. Du hast uns geliebt, bevor wir irgendetwas über dich wussten. Du sorgst für uns in jedem Augenblick unseres Lebens. Du kennst unsere geheimsten Gedanken, unsere größten Hoffnungen und unsere tiefsten Ängste. Du kennst unsere guten und schlechten Seiten, und dennoch liebst du uns. Wir danken dir, dass du uns nie fallen lässt. Danke für die Pläne, die du für uns hast, und für deine Verheißungen. Sie geben uns Hoffnung für heute und morgen. Gott unserer Vergangenheit, unserer Gegenwart und unserer Zukunft. Wir danken dir und loben dich in Christus. Amen. Gemeinsam beten und feiern wir.
Mein Weg. Weit sind die schweren Türen geöffnet, die Ketten gesprengt. Was es auch war, das mich gefangen hielt, jetzt ist die Tür offen. Und ich kann unter dem Regenbogen hindurch ins Weite gehen. Doch da, mitten im Weg, steht die Friedensblume. Sie durchbricht das Pflaster, sie stoppt meinen Aufbruch, Erinnerung und Mahnung. Erst wenn ich Frieden gemacht habe mit mir selbst, mit meiner Geschichte und mit den anderen, kann ich mich auf den Weg machen, den Weg, der für mich vorbereitet und ausgelegt ist, der offene Ränder hat, den ich noch gestalten darf und dessen Ende ich jetzt noch nicht sehe, den ich aber gehen kann, denn Gottes Geistkraft wacht über meinem Weg. Gott, unsere Mutter und unser Vater, wir zünden eine Kerze der Hoffnung an. Wir beten für alle, die hungrig sind, die nicht genug haben, um in Würde zu leben. Wir beten, dass sie in ihrer Gemeinschaft Großzügigkeit erfahren. Gott, in deiner Barmherzigkeit, höre unser Gebet. Für alle, die missbraucht werden, die in ihren Wohnungen, an ihren Ausbildungsorten oder Arbeitsplätzen nicht sicher sind, sondern Angst haben müssen. Wir beten, dass sie gestärkt und von denen befreit werden, die sie missbrauchen. Gott, in deiner Barmherzigkeit, höre unser Gebet. Für alle, die einsam und ausgegrenzt sind, wir beten, dass sie Freundschaft und Gemeinschaft erfahren. Gott, in deiner Barmherzigkeit, höre unser Gebet. Für alle, die gemieden werden und von denen wir uns abwenden, wir beten, dass sie bei uns einen Platz finden und sich als Kinder Gottes geliebt wissen. Gott, in deiner Barmherzigkeit, höre unser Gebet. Für alle, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden, die im Exil leben müssen und die Angst haben, alles zu verlieren, was ihnen vertraut ist. Wir beten, dass sie Gottes Frieden und Gottes Kraft in ihrem Leben erfahren. Gott, in deiner Barmherzigkeit, höre unser Gebet. Wir wollen uns und alle Menschen, für die wir beten, der Barmherzigkeit und dem Schutz Gottes anvertrauen, im Namen unseres Bruders Jesus Christus, unseres Heilands. Amen. Komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Weltgebetstag ist die größte und älteste weltweite ökumenische Frauenbewegung. Jedes Jahr lassen wir uns begeistern von den Stärken der beteiligten Frauen, nehmen Anteil an ihren Sorgen und finden Ermutigung im Glauben. Unsere Vision ist eine Welt, in der alle Frauen selbstbestimmt leben können. Auf dem Weg dorthin brauchen wir Zeichen der Liebe, des Friedens und der Versöhnung. Eines dieser Zeichen ist unsere Kollekte, mit der wir weltweit über 100 Projekte unterstützen, die Frauen und Kinder stärken. In diesem Sinne bringen wir unsere Spenden. Ich frag mich oft, was mich erwartet. Hab Angst, dass ich zu wenig kann. Doch ahne ich, wer heute nicht startet, kommt morgen nicht am Ziele an. Longing for light, Sehnsucht nach Licht in dunklen Zeiten. Longing for light in unserer Kirche, in unserer Welt. Was ist das Ziel? Was ist dein Plan, Gott? Ich ahn es doch, ich weiß es nicht. Reicht Sehnsucht, reicht mein kleiner Glaube und in der Nacht ein Hoffnungslicht. Longing for light, Sehnsucht nach Licht in dunklen Zeiten. Longing for light in unserer Kirche, in unserer Welt. Gott, wenn ich deine Nähe finde, mich deine Gegenwart berührt, wenn deine Liebe mich erschüttert, dein Zukunftswort mich weiterführt. Longing for light, Sehnsucht nach Licht in dunklen Zeiten. Longing for light in unserer Kirche, in unserer Welt. Gott, lass mein Leben wie ein Strom sein, der durch mich fließt, mich weiter treibt, pulsiert in Herz und Kopf und Beinen, mein Antrieb, meine Hoffnung bleibt. Longing for light, Sehnsucht nach Licht in dunklen Zeiten. Longing for light in unserer Kirche, in unserer Welt. Gott der Treue, deine Pläne für unser Leben sind gut und deinen Verheißungen können wir vertrauen. In deiner Gewissheit bringen wir diese Gaben mit Lob und Dank.
Wir beten, dass sie nach deinem Willen eingesetzt werden, zum Wohl deines ganzen Volkes. Wir danken dir, Gott der Liebe, für deine Gegenwart und für diese gemeinsame Feier. Lass uns in die Welt hinausgehen in der Zuversicht, dass wir deine Kinder sind und dass du uns bei unserem Namen gerufen hast. In unserem Alltag lass uns nach deinem Willen leben. Lass uns deinen Plan entdecken und schenk uns Geduld auf der Suche nach deinem Weg. In allen Herausforderungen und Freuden gib uns die Gewissheit, dass wir nicht alleine sind. Lass uns gehen in Frieden, Hoffnung und Liebe. Im Namen Gottes für uns Mutter und Vater, im Namen des Sohnes, unseres Bruders und im Namen der Heiligen Geistkraft. Amen. Amen.